Genuss genauso wie für Virtuosität und Risiko. Und nun fällt die Entscheidung. Wenn sie sich nicht wirklich in Seil verwickelt, wie Alexandra Timoschenko, dann hat sie auch diesen Wettkampf in Karlsruhe gewonnen und ihren Vorjahressieg wiederholt. Schnell noch die Wertung für Schikarova, 9,20. Mit dieser Leistung der Welt- und Europameisterin, der Vorjahressiegerin Alexandra Timoschenko aus der Sowjetunion, hat sicherlich dieser internationale DDB-Pokal, zumindest der Mehrkampf, einen schönen Abschluss gefunden. Und wir warten jetzt nur noch auf die Wertung für Alexandra Timoschenko, um Ihnen dann auch das Gesamtendergebnis präsentieren zu können. Hier noch einmal eine Zeitlupe der Siegerin Alexandra Timoschenko.